Bist du unser amtierender Schützenkönig. Heute wollen wir einen neuen ermitteln. Mal sehen, wer es wird. Der Sponsor des diesjährigen Schießens ist der Ruby Domenico, auch Edgar genannt, so kennen die meisten ihn. Er hat das Loch mit dem K98 in die Scheibe verbracht. Wir wissen natürlich nicht, wo es ist. Aber einer von uns wird schon in die Nähe dieses Loches geraten und dann König werden. Er war ja im letzten Jahr so gerade mal Mitglied im Ebersbacher Schützenverein geworden und hat die Ehre zu teilen. Ich versuche das schon 27 Jahre und habe das Glück nicht. Aber so ist das im Leben. Man kann nicht immer alles kriegen oder nehmen. Ja, mein lieber Marek, du hast dich auf den Tag lange vorbereitet, warst nervös wie eine alte Jungfer. Jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da und jetzt geht's los. Die Vereine sind angetreten. Hoffentlich vergesse ich niemanden. In der Zwischenzeit werden sich alle Salutschützen formieren. Wir stellen uns dann ja immer eine Reihe vom Ebersbacher Schützenverein auf. Meine Gute. Ja, mein Guter. Danke. Alles Gute noch, ne? Du hast dein Verein sehr wirklich vertreten, vor allem immer ganz lange in Anhörung. Ne? Das ist doch schön. Das war sehr schön. Dankeschön, das ist cool. Danke. So Männer, wenn mein Futterlader heute knallen sollte, dann trinke ich in Zukunft nicht mehr und nicht weniger. Zurückgehen, geht das? Ne? Das ist nämlich zugeröstet. Geschlossen Salve als erstes. Schützen, Achtung! Hoch, lädt an! Geht! Feuer! So, mein lieber König, jetzt würde ich das Wort an dich übergeben. Ja, danke. Lass uns alle hochnehmen. Chefmaster, vielen Dank. Schönen Dank an alle, die gekommen sind. Ich freue mich riesig. Wahnsinnig viele Vereine, super. Tja, Jahr geht zu Ende. Für mich war es ein schönes Jahr, muss ich ehrlich sagen. Bin viel rumgekommen, habe viele Leute kennengelernt. So lange war ich vorher noch nicht im Verein. Viel gefeiert mit den ganzen Vereinen. Nee, das ist wirklich eine super Sache. Es macht Spaß mit euch. Vielen Dank auch nochmal an den eigenen Verein, an viele einzelne Leute, die ich jetzt nicht ansprechen muss. Die wissen, wer gemeint ist, für die Unterstützung für die ganze Zeit. Vielen Dank, es ist ein geiler Verein. Ja. Eines aber noch vergessen, wir grüßen unseren König mit dem Gruß der Schützen, einen dreifach donnernden Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Danke, wegreden. Thank you.
Unseren neuen König ermitteln im Schießstand. Aber bevor wir einmarschieren, ist ja einiges passiert im letzten Jahr. Ein alter Westernfreund, der hier zu Ebersbach, zu jedem Fest dazugehörte, Jürg Mau, ist leider in diesem Jahr verstorben. Und ich bitte euch um eine Gedenkminute für einen hervorragenden Westernschützen und absolut korrekten Cowboy. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Hut ab! Oh, nein. Die Fahne hebt, Hut auf. Nicht wieder geben. Wie gesagt, unser Marek hat das über ein Jahr ganz hervorragend durchgezogen. Deswegen kriegt ihr jetzt von euch Salutschützen. Nochmal, bevor er einmarschiert, eine geschlossene Salve präsentiert. Ich denke mal, ich mache jetzt das Mikrofon mal aus und mache dann die Kommandos frei. Oder Herr Wirtchen, übernimmt mal bitte dieses Gewehr hier. Der steht gerade hier rum. Und da kannst du damit auch schießen, du kannst damit umgehen. Salutschützen, Achtung! Hoch, leg an! Geht! Feuer! So, ich denke mal, es hat ganz gut geklappt. Marek, du kannst mit deinen wunderschönen Jungfern oder Jungfrauen, Königsjungfern einmarschieren.
und das Königsschießen zu Ebersbach des Jahres 2017 eröffnen. Danke. So Leute, mit der Knallerei ist noch nicht ganz am Ende. Spielmannzug, rückt mal noch ein paar Meter. Ihr seht da beiden, die zwei Geräte stehen. Das sind unsere Standböller. Ist nicht ganz so laut, es geht, ist zu vertreten. Ja? Und ich mache jetzt das Mikrofon aus. Und rede live. Marek, du bist dran, König. Halt dir nur zu. Eröffne! Gib! Feuer! Lass mal rein! Gib! Feuer! Hallo! Danke, unsere Mageschützen haben sich gut hingekriegt. Der König hat es umgepackt. Ich denke mal, das ist einem Schützenfest hier in Ebersbach würdig. Ja, Schützen einrücken zum König schießen. Wie gesagt, es gibt auch heute noch die Möglichkeit, Preisschießen mitzumachen, Western schießen und so weiter und so fort. Lady Jane and the Cowboys sind auch schon in den Startlöchern und werden wunderschöne Westernmusik spielen. Ja, genießt den Tag, genießt den Nachmittag, genießt euer Leben ständig, denn ihr seid länger tot als lebendig. Gebe ich dir recht. Jawohl. Oh! Das war woanders hin. Aber gut. Liebe Grüße, neuen Schützenkönig. Das hast du dir erwartet. Der kann schießen, der Gut. Sehr gut. Ja. Also, ich glaube, das ist euer Sponsor.